Und hier ist er, zusammen mit seinem Herrchen Marko Bjelonic. Herzlich willkommen, Animal. Zum ersten Mal in meinem Leben. Obwohl ich... Hätte ich eigentlich auch auf ihm reinreiten können? Vielen Dank für die Ansprache. Hi. Ich sehe schon, es gibt einen ganz großen Unterschied im Vergleich zum Film, nämlich also, er ist jetzt auf Rädern unterwegs. Ja, also was man hier sehen kann, der Roboter ist jetzt auf Rädern unterwegs. Wir setzen den Roboter so ein, dass er auch noch schneller unterwegs sein kann und dann können wir ihn auch für ganz andere Applikationen einsetzen. Aber können Sie ihn noch mal ein bisschen bewegen? Ja. Weil er fährt ja nicht, sondern es ist, wenn ich das richtig gesehen habe, so eine Art Fahrlaufen. Genau, ja. Also der Roboter kann laufen und fahren gleichzeitig und das hilft uns dann, über Hindernisse zu kommen. Und dann kann man auch schon sehen. Und dieses Fahrlaufen ist eine spezielle Technik, die ihr entwickelt habt an der ETH Zürich, oder? Genau. Also was wir im Lab eigentlich machen, wir versuchen die Dynamik von so einem Roboter zu studieren und dann zu versuchen, wie kann man dann mit einer künstlichen Intelligenz es schaffen, dass so ein Roboter sich fortzubewegen kann mit so einer komplexen Gangart. Wie schwierig ist es denn, einem Roboter wie diesem beizubringen, zu laufen oder eben zu, ich sage jetzt mal, Fahrlaufen? Also die große Challenge hier ist, dass man den Roboter wirklich die ganze Dynamik versteht, also die Physik, die dahinter steht, aber dann auch die ganzen Sensorendaten, die der Roboter hat, verarbeitet und die dann auch nützlich weiterverarbeitet, um dann auch diese Gangart herzustellen. Wieso eigentlich ein Vierbeiner? Weil ich meine, unsere Welt, die ist auf Zweibeiner ausgelegt. Ein ja. Gutes Beispiel, die Türfalle ja. Wird für ihn zum Beispiel nicht ganz einfach. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Also was mit vierbeinigen Robotern, was der Vorteil hier ist, dass der Roboter stabiler ist und auch für die kurzfristige Zukunft, also können wir dann in der Lage sein, so einen Roboter einzusetzen. Dann aber, wenn man langfristig denkt, dann kann man auch schon sich vorstellen, dass man zweibeinige Roboter in unserem Haushalt einsetzen kann, in der Küche, bei der Wäsche oder auch bei alltäglichen Dingen, die uns so im Leben... Ja, den hätte ich dann gern. Ja. Apropos Stabilität, die Sie angesprochen haben, wie stabil ist er tatsächlich? Also wenn ich ihn so ein bisschen rumschubse... Warte kurz. Nein. Ja. Also jetzt kannst du, also selbst wenn ich ihn hier... Das will ich auch mal, weil vielleicht war das jetzt ja. Programmieren. Ja, ja, unglaublich, wie er reagiert. Wie funktioniert das rein technisch, dass er jetzt da reagieren kann? Weil er weiß ja nicht, in welche Richtung, dass ich... Ja, das ist... Vielleicht bin ich, kann ich besser die Frage beantworten, wenn du nicht ganz halt rumschubst. Ich habe nichts gegen Roboter, im Gegenteil. Ja. Also was der Roboter hat, der hat hier in diesem Hauptkörper mehrere Sensoren, wo er eigentlich seine Orientierung bestimmen kann. Und je nach seiner Orientierung oder er bestimmt auch, wo er gerade in seiner Welt ist. Und dann weiß er zum Beispiel, dass er gerade am Fallen ist. Und wie bei uns Menschen auch, wenn ich dich jetzt schubse, dann wirst du einen Schritt zur Seite machen. Ja. Wie lange hat es gedauert, um so etwas einem Roboter beizubringen? Weil ich meine, das ist letztendlich... Ein Zusammenspiel von Einsen und Nullen. Ja, also wir haben vor 10 Jahren an der ETH Zürich am Robotic Systems Lab angefangen, diesen Roboter, also es gab verschiedene Modelle schon davor, aber vor 10 Jahren haben wir mit der Laufrobotik angefangen und diesen Roboter, so wie er heute dasteht, gibt es jetzt schon seit 3, 4 Jahren und vor einem Monat ist auch eine neue Version von diesem Roboter rausgekommen. Was hat die neueste Version, abgesehen von den Rädern? Die neueste Version hat einen anderen Hauptkörper und andere Motoren, wie man hier sehen kann. Mhm. Ja. Können wir vielleicht noch mal ein paar Dinge demonstrieren? Ja, ich kann gerne noch mal ein bisschen. Weil das Faszinierende ist ja, er bewegt sich wirklich wie ein, in diesem Fall, Hund. Genau, ja. Abgesehen jetzt, wenn er so Fahr läuft. Was man auch hier sehen kann, der Roboter hat mehrere Sensoren, wie er seine Umgebung wahrnehmen kann. Und jetzt mal ein bisschen näher. Wenn ich im Weg bin, merkt er das? Zurzeit läuft unsere Autonomie nicht, aber wenn unsere komplette Pipeline läuft, dann wird dieser Lasersensor, wie er hier ist, oder auch die Kamera, die hier vorne dran ist,
mit denen kann der Roboter dann seine Umgebung anhand von einer Punktwolke aufnehmen und die verarbeitet dann, damit er dann auch dann einen Pfad zum Beispiel um dich herum planen könnte. Also anhand einer Punktwolke, das heißt so viel wie, er baut sich eigentlich eine 3D-Umgebung, um sich zu orientieren. Genau. Ja, also wir haben den Roboter auch jetzt vor ein paar Wochen in den USA eingesetzt und da kann man sich vorstellen, dass der Roboter komplett autonom in einer unterirdischen Mine ist und diese erkundet und auf dem Weg dahin baut er sich, so wie du gesagt hast, eine Karte zusammen aus dieser 3D-Punktwolke und anhand von dieser Karte weiß er dann, wie er dann von A nach B kommt. Der Roboter, der ist grundsätzlich, oder die Idee dieses Roboters ist, dass er dereinst in, ich sage mal, menschenunwirtlichen Gebieten arbeiten könnte. Genau. Wo denn zum Beispiel? Also Sie haben die Mine gerade angesprochen. Genau. Vielleicht was ein bisschen akuteres Problem hier ist in Zürich. Wir setzen den Roboter auch ein in unseren Abwasserkanälen. Ah, spannend. Seit einem Jahr arbeiten wir mit der Stadt Zürich zusammen und ich war zum Beispiel letztes Jahr in einem Abwasserkanal. Und man kann sich vorstellen, dass es eine grausame Umgebung für einen Menschen zu arbeiten. Es stinkt, du hast Dreck da unten und also es gibt viele Dinge, die man da unten finden kann, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und es gibt halt Menschen hier in Zürich, von denen ich viel Respekt habe, die da mehr als 8 Stunden am Tag von Montag bis Freitag arbeiten. Und das ist wirklich eine Umgebung, wo ich keinen Menschen sehen möchte eigentlich. Kann er sich auch kleiner machen, dass er dann auch durch die kleineren Röhren hindurch? Genau. Also wir haben ja, glaube ich, hier in dem Bild gesehen, wie er durch eine Röhre gekommen genau. ist. Weil das ist auch der Vorteil von beiden, dann kann er auch mit seinem Hauptkörper weiter nach unten und kann sich immer noch fortbewegen. Können Sie das demonstrieren? Jetzt nicht. Jetzt nicht? Ja. Was sind denn noch, ich sage jetzt mal, weitere Entwicklungsschritte, die anstehen? Ja, also was wir in unserem Lab noch in der Zukunft noch verbessern möchten, wir haben hier eine Platte, die wir abnehmen können und dann können wir einen Arm auf dem Roboter montieren und mit diesem Arm kann man sich dann vorstellen, dass der Roboter noch ganz andere Applikationen dann erledigt. Da kommt jetzt die Türfalle ins Spiel. Genau. Zum Beispiel. Und da haben wir auch schon mit dem Roboter gezeigt, mit dem Arm, dass der Roboter dann autonom eine Tür aufmachen kann, durch diese Tür hindurchgehen können. Er könnte auch, wenn wir Inspektionsarbeit machen auf Offshore-Plattformen, dann kann der Roboter sich komplett in dieser Umgebung autonom fortbewegen, kann diese Plattform inspizieren und sobald er sieht, dass irgendetwas nicht funktioniert, dann könnte er diese Maschine auch anfangen, dann zu reparieren. Das Gebiet Robotik, das ist im Moment extrem hart umkämpft. Es gibt große Player in den USA, auch im chinesischen Raum. Ja. Kann die kleine Schweiz da überhaupt mithalten? Also ich denke, dass die Schweiz auf jeden Fall mithalten kann. Wir haben den Vorteil, dass wir Made in Switzerland, kommt immer mit viel Qualität. Und ich denke auch viele Unternehmen hier in Europa wertschätzen es, dass man vor Ort ein Unternehmen hat, das auch behilflich sein kann, falls mal Probleme gibt. Ja. Wenn Sie sich den Roboter der Zukunft basteln könnten, ja. Was würde der noch alles mehr haben als das, was Animal schon hat? Also der Roboter der Zukunft stelle ich mir so vor, dass es die Verbindung zwischen Laufen und Fahren und mit einem Arm und vielleicht auch mal in der Zukunft dann einen zweibeinigen Roboter hat, der menschenähnlich dann auch wirklich in jeglicher Umgebung Treppen steigen kann und alles Mögliche tun kann. Ja. Gutes Stichwort, weil Sie wissen, wie komplex das ist, so einen Roboter zu bauen. Ja. Wenn wir jetzt das Modell Mensch nehmen und uns überlegen, weil das ist ja immer die Vorstellung, oder irgendwann werden die Roboter so gut sein wie wir Menschen oder vielleicht sogar noch viel besser. Ja. Wie lange dauert es noch, bis es soweit ist? Also ich denke, von den Aktuatorik, die wir haben, können wir schon vieles besser erreichen, manches schlechter, was unsere Muskulatur zum Beispiel hervorbringt. Aber ich denke, mit der künstlichen Intelligenz sind wir gerade auf dem Weg, einen Durchbruch zu schaffen, dass wir vielleicht in den nächsten 10 bis 20 Jahren wirklich Roboter haben, die sich besser fortbewegen können als Menschen. Spannend. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren, Marco Bielanic und Animal. Dankeschön. Dank. Danke.